so bei uns, unser Keeper. Mich freut's. Mich hat sehr gefreut, dass ich die Aufstellung gelesen habe, Melvin. Jetzt nach den 90 Minuten tut es mir dann eher fast leid für dich. Ich glaube, du warst an keinem Tor schuld. Dir kann man keine Schuld geben. Dennoch wünscht man sich doch, glaube ich, was anderes, wenn man endlich ran darf. Und dann kriegst du hier noch zwei Buden gegen Aue und musst dir von hinten wirklich kein schönes Spiel anschauen, oder? Von unserer Mannschaft. Ja, sagen wir mal, war schon ein bisschen enttäuschend. Also, wir sind hergekommen, wir wollten unbedingt gewinnen. Ist ja klar, du spielst hier in der dritten Liga, fährst nicht einfach hier nach Aue aus Spaß, sondern wir hatten ein Ziel, wir wollten hier nochmal die Rückrunde bestätigen. Ich fand, wir hatten auch gute Ansätze, vor allem in der ersten Halbzeit, wo wir auf der Linie klären, wo der Gegner auf der Linie klärt. Kopfbälle, die knapp am Tor vorbeigingen. Sag ich, kann man zufrieden sein, kann man einerseits auch nicht zufrieden sein, wie wir es manchmal ausspielen, die Ballverluste. Aber wir haben uns ins Zeug gelegt, haben alles gegeben. Aue hat es gut gemacht und ja, jetzt ist der Fokus auf die Sommerpause und dann greifen wir nächste an. Genau, wir wollen ja die Saison so schnell es geht vergessen. Ich glaube, das ist auch euer Ziel. Wir müssen dann angreifen nächstes Jahr. Mal gucken, was in der Sommerpause vielleicht noch alles so in den Kader reinkommt. Wie wir uns da verstärken können, was Marco für Ideen hat mit der ganzen Mannschaft. Ne? Flo auch für euch. Wo geht's denn hin in Urlaub, Melvin? Hast du denn schon Pläne? Ja, also ich habe mit Freunden geplant, nach Spanien zu gehen. Ah, schön. Und ja, jetzt ist es auch ganz gut, mal ein bisschen Kopf wegkriegen nach der Saison, sich gut zu erholen und dann, dass man so fit wie möglich in die neue Saison starten kann. Und also ich habe Bock und ich bin gespannt, was alles passiert. Wir haben einen guten Trainer, wir haben ein gutes Trainerteam. Man sieht ja, der Verein hat was vor und da kann man stolz auf sein, dass das bergauf geht. Ja. Was war für ein Gefühl heute für dich, als derjenige, der auch im Tor stand, nach der Partie noch an den Zaun zu gehen? Ihr wurdet ja abgefeiert, beziehungsweise wir kennen ja unsere Fans mittlerweile. Eigentlich könnt ihr ja spielen, wie ihr wollt, und werdet gefeiert. Gut, es gab auch eine Zeit, war es nicht mehr so. Aber heute definitiv ein sehr versöhnlicher Abschluss, glaube ich, auch hinten am Zaun. Wie war die Stimmung? Ja, die Stimmung war gut. Also für mich natürlich das Spiel ist, glaube ich, für mich das Spiel meines Lebens und weiß, woher ich komme. Und es ist einfach unfassbar unglaublich, diese Stimmung mitzunehmen. Das erste Profispiel, wenn man weiß, woher ich komme. Ja, einfach unglaublich, also auf dem Platz zu stehen. Auch die Mitspieler, die mich gepusht haben. Tortrainer Flo, der mich da gepusht hat. Auch die Trainer, die an mich geglaubt haben, dass man sieht, dass vom Verein Unterstützung kommt. Und die Stimmung dann von den Fans unglaublich. Ich habe gesehen, als wir 2-0 kassiert haben, ging es ja trotzdem weiterhin ab. Da bist du hinten drin und hast einfach Bock auf mehr. Und ich glaube, da kriegst du gar nicht genug. Und wie war es auf der anderen Seite, Melvin, wenn dann so ein Aue-Block hinter dir steht? Glaube ich, bei dem einen Abstoß, wo du ein bisschen länger gebraucht hast, hast du ja auch was anhören dürfen? Ja, ich meine, gehört dazu. Also man blendet es ein bisschen aus, man konzentriert sich eher auf das, was man macht. Man schaut nach vorne und ich glaube, darauf habe ich gar nicht geachtet. Man kennt es ja so als normalen Fußball. Ja, können wir uns die WhatsApp-Gruppe von euch so vorstellen im Sommer, dass jeder versucht, das geilere Highlight da rein zu posten, wo er gerade im Urlaub ist? Oder ist da eher ruhig? Erwartest du? Da ist eher ruhig, glaube ich. Ich glaube, jeder will mal jetzt mit Familie sein, mal weg vom Fußball und genießen. Ja, gönnen wir euch. Ja. Melvin, es hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, Dankeschön. Bleib weiter dran und dann sehen wir uns zum Glück erst im August. Ne? Ja, es ist ja relativ lange Pause, ihr fangt ja ein bisschen früher an. Genieß die freie Zeit, erhol dich gut. Ja, mach ich. Dankeschön. So, bei uns Flo, ich grüße dich. Heute für dich wahrscheinlich, wenn wir so 115 Minuten zurückblicken, für dich ein geiler Tag. Warum? Weil dein zweiter Schützling, der Melvin, heute ins Tor durfte. Wie kam es dazu? War es relativ schnell klar nach dem Klassenerhalt? Oder ja, wie waren die Absprachen? Nach dem Klassenerhalt war klar, dass Melvin auch mal die Chance kriegt. War jetzt auch lange hinten dran, hat seine Chance gewartet. Hab top trainiert, seitdem er hier super Entwicklung genommen. Und wir haben dann gesagt, okay, er kriegt die Chance, einfach mal um zu sehen. Dritte Liga kann er's, er kann's. War uns allen klar, hat ein gutes Spiel heute gemacht. Leider mit einer Niederlage hier rausgekommen, aber für ihn, denke ich, war es ein geiles Erlebnis. Ja, denke auch, hat er auch gerade bei uns gesagt, dass es schon was anderes war, dass es alles so aufgesogen hat. Heute gab es auch so einen kleinen Zwischenfall in der Seitenlinie. Wir wollen gar nicht über das Spiel reden, ich fand das Spiel nicht gut. Also, und mir ist es auch scheißegal, die Runde ist rum, wir haben Klassenerhalt, wir wollen das alles schnellstmöglich vergessen. Deswegen plaudern wir über andere Dinge, über das Spiel kann die Presse schreiben. Was war draußen los? Flo,
Also gab eine gelbe Karte, das kostet ja wahrscheinlich erstmal in die Mannschaftskasse. Die überträgt sich hoffentlich ins nächste Jahr oder wird die gleich versoffen, weiß ich nicht. Aber was war los? Nee, du, war ja das Foul da drüben und ich habe mich dann ein bisschen aufgeregt, warum es keine gelbe Karte gab. Dann gab es ein bisschen Tumult mit den Aue-Spielern. Ich habe unsere Jungs ein bisschen geschützt. Der Schiri hat dann gemeint, ich darf ihn nicht anfassen. Ich habe ihm dann auch gesagt, ich darf das schon. Und dann okay, und dann hast du Geld gekriegt und dann war ja okay. Kostet was, darfst du das sagen? Oh, ich weiß es gar nicht. Die Jungs werden mir dann schon eine Strafe auferlegen. Aber zahle ich gerne. Also nach letzter Woche, nachdem die Jungs sich da letzte Woche den Arsch aufgerissen haben, mache ich das gerne. Okay, Oma, haben wir, glaube ich, gelesen in der Presse, hat eine Option gezogen, die er im Vertrag stehen hat. Die haben wir gezogen, ja. Ihr, genau, also der Waldhof hat die gezogen, okay. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Torhüter fest. Rechnest du mit einer großen Verstärkung oder arbeitet man eigentlich schon darauf hin, ja, Oma wird die Nummer 1 bleiben oder kannst dazu noch gar nichts sagen? Du, gehen wir 3 Torhüter in die Saison, kommt noch ein Junge aus der U21 dazu, werden alle ihre Chance bekommen. Der eine oder andere hat sich einen Bonus erspielt und dann wird man sehen, wer am ersten Spieltag drinsteht. Ich denke mal, wir haben jetzt mit Oma und Zoggi gesehen, dass beide richtig gute Keeper sind. Ja. Haben die Jungs dann in der Hand? Ich mache sie fit und dann. Ja, das haben wir doch, Flo, das haben wir doch. Wo geht es in den Urlaub hin für dich? Melvin geht nach Spanien. Also rechne ich bei dir eher so die andere Richtung, dass man auch mal Abstand voneinander gewinnt. Ich bin auch im Süden unterwegs. Einmal mit meinem Sohn eine Woche und dann mit meiner Frau noch mal ein bisschen sportlich unterwegs. Und dann auch die Heimat ein bisschen genießen. Ja, sehr schön. Ja. Ich glaube, du freust dich genauso wie wir auf diese fußballfreie Zeit. Also für uns ist komplett fußballfrei, bis es dann wieder beim Waldhof losgeht. Wird es die Saison zu vergessen oder bist du optimistisch, dass die recht schnell aus dem Kopf ist? Ja, ich denke mal, am Ende sind es dann doch die positiven Dinge, die so überwiegen. Klar war es eine scheiß Saison bis zum Winter, Trainerwechsel, wir haben dann hart gearbeitet, die Jungs haben sich den Arsch aufgerissen, wir waren tot, haben uns zurückgekämpft, letzte Woche klar gemacht. Und ja, am Ende, wenn man vielleicht mal in 4 Wochen zurückschaut, denkt man sich, boah, geile Sache mit den Fans, was die da hier abgeleistet haben. Je schlechter wir standen, umso mehr Fans waren da, umso mehr waren die hinter uns gestanden. Geile Sache und es ist einmalig und ich glaube, solche Sachen bleiben dann schon in Erinnerung und alles, was so negativ war, ich glaube, das verdrängt man dann schon im Urlaub ein bisschen mit meinen oder anderen Bierchen auch dann. Jetzt haben wir, glaube ich, eine ganz gute Situation, weil wir haben mit Anthony, den sportlichen Direktor, den neuen, den sportlichen Leiter, schon safe. Wir haben das Trainerteam, was bleibt, das kennen wir beim Waldhof so auch nicht immer über eine Sommerpause. Das heißt, ihr könnt eigentlich mit den Kader gestalten, ihr könnt voll in die Planung gehen. Wann wird es für dich losgehen mit dem Trainerteam? Also wie lange hast du denn überhaupt frei? Oder wird er voll angegriffen mit Margot? Yeah. Hat er jetzt dir 2 Wochen freigegeben und dann musst du wieder antanzen? Nee, du, wir sind ja eh schon in Planung, auch für nächstes Jahr, dass wir im Trainerteam zusammenbleiben, steht auch schon ein bisschen länger fest. Wir arbeiten gerade zusammen, planen die neue Saison. Jetzt wird es auch im Urlaub, werden wir auch noch ein bisschen telefonieren, aber trotzdem noch ein bisschen abschalten. Und am 28. geht es dann weiter, das sind dann die Tests. Und dann arbeiten wir intensiv in die neue Saison, dass sowas hier nicht mehr passiert. Super, so nehmen wir das mit. Wir können einfach nur eine schöne, erholsame Zeit wünschen. Und ich glaube, die nächste Saison wird dann wieder anstrengend genug. Dann schauen wir mal, was rumkommt. Ne? Alles klar. Danke dir, Flo. Schönen Urlaub dir. Danke.